So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Walkthrough bla bla bla, Metal Gear Solid 4. Hier haben wir noch, du bist ja so drin, du kannst ja gar nicht nachdenken, was ist mit dir los? Ja, ja, das ist grauenhaft. Hier nochmal alles einsammeln, da sind nur Phosphorgranaten. So, jetzt kommt das Auto da durch, hier schnell um die Ecke, jetzt kommen nämlich zwei Betäubungsgranaten reingeworfen. Jetzt. Okay, und jetzt eine Granate darin. Piepen auf dem Ohr gerade. Ja. So, ja, jetzt könnten wir nochmal das. Ey. Move it. Na? Ja, super. Was ist denn für ein Vieh? Dich treffen. Ah! Leck mich. Komm wieder. Oh, 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 oh. Was müsste passieren? Ist alles seine Zeit. Ja, ich weiß. Zeig dich. Fall daneben. Mann. Aber er schießt doch gar nicht in die Mitte da. Er verzieht doch voll nach oben. Ja, egal. Haben wir alle? Sehr gut. Hier nochmal Munition aufsammeln. Da die Granaten, Rauchgranaten. Brauchen wir später noch. Oder gleich, besser gesagt. Können wir wieder überspringen? Ja, yeah, überspringen. So, jetzt laufen, springen die ja gerade alle runter. Das hier noch. Springen da auch runter. Da hinterher. So, jetzt kommt die Cutscene, wo sie alle zusammenarbeiten. Und 4, 5 von diesen Frogs da töten. Müssen wir uns aber auch nicht angucken. Die Nacherzählen reicht ja. Muss man ja nicht sehen. Ist ja nur YouTube. Ja, die meisten Leute, die das auf hier YouTube auch jetzt ein Video anklicken, auch noch gucken wollen, ja? Extreme spielen, die haben das bestimmt schon mal alles gesehen. Bin ich recht nicht fest. Die gucken das aber auch nicht. Ja. Obwohl, es gibt so ein, zwei Cutscenes, die gucke ich guckt, mir auch gerne. Bis zu dem Punkt hier. Stimmt. Habt ihr nichts zu tun? Also. So, wenn da eben diese Froschsoldatenpuppe steht, dann wisst ihr auf jeden Fall, ihr habt keinen getötet. Ah. Oh. So. So. Da noch nicht, meinst du? Richtig. So, hier einfach weiterlaufen. Hier müsst ihr eigentlich auch gar nicht schießen. Wir müssen uns gleich nochmal die Rauchgranaten equippen. Das können wir hier auch nicht überspringen. Also hätte ich jetzt keine Frogs gesehen. Also diese komischen Frauen, die immer so schreien, das sind Frogs. Ja, aber ich habe da gerade keine gesehen. Habe ich ihm was mit Frogs gesagt? Du hast gesagt, wenn da welche stehen, hast du keine getötet. Ach so, in dem Haus. Wenn ich da niemanden getötet habe, dann steht da so eine Froschsoldatenpuppe. Puppe? Puppe. Ich habe Truppe verstanden. Nee. Die Puppe. Vielleicht doch mal ein bisschen lauter machen, ne? Ja, kannst du gerne tun. So, wir hier hoch. Ah. Springen wir hier runter. Sehr gut. Um die Ecke kriechen wir mal am besten. Das ist aber nicht gut, dass der sich jetzt hier hinstellt. Jetzt höre ich ja auch das Spiel. Ah. Sehr gut. Oh. Das sollte nicht passieren. Eigentlich hier weiter. Aber das ist doch jetzt Quatsch, oder? Ich meine, du bist ja irgendwo auf dem Kriegsfeld und jetzt sagen sie, wir haben dich gesehen. Ja. Und vorher nicht, oder was? Ich war, glaube ich. Das ist ja vollkommen unrealistisch, dieses Spiel. Ich war, glaube ich, zu langsam. Was war das jetzt? Das ist der Affe bei Driven Shop. Achso. Toll! Die haben mich ja auch gesehen. Oh. Was war das denn? Das war scheiße. So, normalerweise wirft man da eine Granate vor die zwei, die da hocken. Und man stirbt. Ja. Okay, krass. Mal gucken, ob das mit der nächsten Stage was wird. Ich hoffe mal. Guck, jetzt ist der Stresslevel auch sehr hoch. Ja, das ist mir, hab ich gesehen, ja. So, hier runterhüpfen. Jetzt kommt eine Cutscene mit Raging Raven, glaube ich, die hier lang fliegt. Kommt eine Cutscene mit nackten Frauen, aber Volker gönnt uns das auch nicht. Er sagt, nee, 5 Stunden. Heute nicht. Keine Zeit.
Keine Zeit. Ja, mal gucken, was wir da überhaupt für die Auszeichnung kriegen. Ich glaube nur Schrott. Toll, ey. Fast am Sterben hier. Ah ja, wie ist denn das jetzt? Ist irgendwann die Energie wieder voll? Jetzt wird sie wahrscheinlich nicht weiter ansteigen. Warte mal, ich hole mal kurz mal die Kamo. Aber nach einem Level müsste es doch dann zumindest wieder mal... das war doch gut. So. Ihr bei dem, der da vorne lang geht, keine Angst, der sieht einen nicht. Der ist zu blöd. Wenn der dich jetzt abknallt, ne? Ey, dann den Typ betäuben. Den am Geschütz betäuben. Ah! Triff ihn doch! Es geht doch. So. Letzte Sekunde. Aber sowas von. Den auch. Jetzt läuft der Typ dahin. Wie viel Muni hast du mit dem Ding? Ach, und so, jetzt kommt der von hinten auch noch. Kacke. Ey. Was ist los? So, hier wieder ein bisschen langsam. Achtung, also der da oben wollte ich eigentlich sagen, der sieht einen nicht. Gut, dass du es nicht gesagt hast. Ah ja, den schnell noch betäuben. So, darüber. Hinter die Kisten hinlegen. Klingt wie ein Schlager. Hinter die Kisten hinlegen. Jetzt haben wir auch Akt 1 Ram-tam-tam, geschafft. Ram-tam-tam. Jetzt kommt da einer. Zack, ins Gesicht. So, jetzt müsste eigentlich da einer gleich. Genau, da kommt er. Der geht jetzt nämlich an uns vorbei. Hoffe ich. Guck, jetzt lädt sich das Leben ein bisschen langsam wieder auf. Aber minimal. Na gut, aber es ist ja auch Hardcore the Boss. Extreme the Boss. Extreme the Boss. Aber Hardcore ist ein schöneres Wort. Aber bei Extreme ist ein X drin. Oder sag grad schon, hast du es gesehen, wie er... Ja, er hat kurz rüber gelinst. Oh, fuck. Oh, das war's. Schlecht. Das war's. Fail in letzter Sekunde. Ah. Also da langsam gehen, sodass er einen nicht hört. Ja. Jetzt fangen wir wieder im Keller an, ne? Da. Nee. Zum Glück nicht. Ach Gott, das war auch ziemlich weit vorne, ne? Ja, aber mit vollem Leben. Aber eigentlich soll man ja ohne Continues und so... Oh Gott, was... Ohne Continues? Ja, ohne das Fortfahren. Dings. Das ist ja halt nichts geworden. Das haben wir ja schon gesehen. Ich hoffe einfach, wir schaffen es irgendwie, das Spiel. Hättest du ja eigentlich umziehen müssen noch irgendwie? Oder hast du dich davor umgezogen? Alter. Geh doch. Ja, habe ich. Kann man natürlich auch machen. Weil ich als Metal Gear Solid Kenner, möchte ich sagen, ja, weiß da ganz genau Bescheid, wenn man sich wo umzieht. Stirb. Na komm. Meine Fresse. So, jetzt kommen wir noch hier auf Unterstützung. Leckt mich, ey. Extreme the Boss. Fail. Dann tötet mich jetzt. Kacke. So soll das alles nicht laufen. Doch, genau so. Genau so muss das laufen. Wir könnten ja auch Lego irgendwie, Lego Star Wars. Gibt's sowas überhaupt? Ja. Ja? Ja, da hätte ich jetzt mehr Bock drauf gerade. Da würde ich auch spielen, weil das ist so ein Spiel mehr für mich. Okay. Nicht so spannend, mehr so Ruhe. Ja, es ist ja auch sehr nervenaufreibend. Immer. Ey, ich schwitze. Komm, echt? Jedes Mal aufs Neue. So. Die beiden ausschalten. Dann als hätten wir es heute schon mal gesehen. Rechts um die Ecke. Der Typ sieht einen irgendwie.
Weswegen auch immer. Auch schön, dass der Mats, jetzt. Schön, dass links der Typ nicht ein Haar reagiert. Hallo. Danke. Du machst ja nichts, weil wir haben Zeit und ich habe mal einen gesehen, der hat bei Tomb Raider bei der ersten. Wie heißt es? Quick Action? Quicktime Action. Quicktime Event hat er 30 Mal verkackt und ein paar damit verbraucht. Ich denke, das. So, jetzt geht ja. Lauf dahin. Ah, fuck, hat er schon gemacht. Was ein schönes Bild. Jetzt haben wir's. Aber ich hab den doch gerade wieder aufgehoben. Na, hast du den? Jetzt sind wir aber schon wieder bei Vorsicht. Scheiße, jetzt quatscht er wieder mit HQ. So, ich laufe jetzt einfach durch. Drück mir die Daumen. Hast du das Knacken gehört? Ja. 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 Hier, Flosse drauf. Zack. Ja. Oh, Mensch, ist das spannend. Ja. Ach so, ja, das war... Fast. So, dann gucken wir uns gleich mal die Statistiken von Akt 1 an. Unglaublich schlecht wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Also, wenn ihr das versucht, auf keine Continues, keine Rationen nutzen, niemand töten und sowas, und keine jetzt? Alarmphasen. Continues ist jetzt... Wenn du stirbst und dann auf Fortfahren drückst, das sind Continues. Wir sollen es beenden, oder was? Ja, dann... Ich habe das damals so gemacht, dass ich das komplett durchgespielt habe. Wenn ich gestorben bin, dann habe ich nochmal neu geladen. Und das war sehr nervig. Das will ich auch niemandem antun. Deswegen. Wie neu von vorne, ganz von vorne oder wie? Nee, also ich habe nach jeder Sektion gespeichert. Und dann, wenn ich die gefehlt habe, dann habe ich die Sektion nochmal neu geladen. Dafür muss man erst ins Titelmenü, dann das Spiel wieder laden. Volker ist übrigens Student, ich glaube, das, das erklärt einiges. Ja, hier sieht man 8 Alarmphasen und 4 Continuous sind nicht so gut. 3 Monate Zeit, was mache ich? Ach, ich speichere nach jeder Sektion. Genau. So, ihr habt hoffentlich irgendwie so ein bisschen mitbekommen, wie es funktionieren soll. Wie es geht? Das war Akt 1. Genau. Das ist auch das erste Projekt, was wir machen. Wir hoffen, das folgt danach noch einiges, je nachdem, wie die Resonanz ist. Wenn irgendwie Anregungen, Schimpfe, blöde Kommentare mit Schimpfwörtern, die ich hier nicht sagen möchte, ruhig unten drunter. Alles unten drunter. Wir können damit umgehen. Genau. Und wir können uns auch wehren, aber das machen wir nicht, weil das ist unser Niveau einfach nicht gut genug. Achso, okay. So, wir haben jetzt aber noch ein paar Minuten. Ich würde sagen, die verbrauchen wir jetzt. Wir haben noch 2 Minuten. Volker, möchtest du noch was sagen? Ja, also hier die Spielzeit bei dem Level sollte auf jeden Fall so unter 50 Minuten betreffen. Liegen, meine ich. Und ja, eigentlich will ich nichts weiter sagen. Ich bin ein bisschen gefrustet. Continuous 4, das ist... Ach Gottchen. Und jetzt schon, wie viel Akte hat das Ding? Jetzt mal 5. Fünf. Na gut, ich sag mal, wenn der. Ja, gut, das kann war man... aber auch der längste Akt. Ja, geil. 3 Parts. 1 Akt. Ja. Obwohl. Das ist wie zu Hause. So, da kommen noch die Bossfights dazu. Also. Ach stimmt, was erwartet uns? Was für Bossfights? Das sind richtig so epic. Ich habe das mal beim Kumpel gesehen, hier bei Hauke. Ja. Der hatte da irgendwie so ein Ding, was sich da versteckt hat in irgendwelchen Mobiliar. Ja, ja, genau. Das ist Laughing Octopus. Also die. Ach, ist das. Ist das auch in dem Haus dann, ne? Oder? Ja, genau. Ah, dann kenne ich das ja schon. Das ist das nächste. Nö, ja, da komme ich dann nicht. Ja, dann nächstes Mal nur mit mir. Ja. Ja, in diesem Sinne. Wie gesagt, Kommentare gefällt mir nichts. Ein freundliches. Das gucke ich nie wieder. Alles unten drunter. Und Likes und Abos sind auch sehr gern gesehen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.